Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über die Plattform Linkvertise sprechen. Linkvertise ist eine Plattform, auf der ihr Links generieren könnt und wenn ihr zum Beispiel diese Links an eure Freunde oder auf Social Media teilt oder vielleicht über euren E-Mail-Newsletter rausschickt und Leute klicken dort drauf, dann kriegt ihr dafür Geld. Im heutigen Video soll es darum zuallererst mal gehen, wie Linkvertise funktioniert. Ich möchte mit euch aber auch über die sogenannte Profile-Sharing-Funktion drüber gehen und euch zeigen, wie ihr ein eigenes Profil auf Linkvertise erstellen könnt. Das Tolle nämlich an diesem Profil ist, dass wenn ihr dieses Profil mit anderen Leuten teilt und Leute klicken dann zum Beispiel auf diese Links hier drauf, dann kriegt ihr natürlich jedes Mal dafür Geld. Das heißt, wenn die Leute zum Beispiel hier auf meine Webseite myteachinghero.com klicken, kriege ich dafür Geld. Wenn Leute auf dieses YouTube-Video hier für mich klicken, kriege ich dafür Geld. Und auch zum Beispiel für dieses YouTube-Video hier würde ich jedes Mal Geld bekommen, wenn eine Person über mein Profil drauf klickt und dann, wie gesagt, weitergeleitet wird zum YouTube-Video. Diese Funktion ist wirklich einzigartig und super, super interessant für jede Person, die sich ein passives Einkommen online aufbauen möchte. Ihr braucht eigentlich nur eins tun, nämlich ihr müsst auf Linkvertise gehen, müsst praktisch die Links generieren, sie anschließend dann ins Profil reintun und dann natürlich mit euren Freunden bzw. mit eurer Community teilen und dann könnt ihr euch damit, wie gesagt, ein schönes passives Einkommen aufbauen. Übrigens, falls ihr auf Linkvertise Geld verdienen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu Linkvertise. Das Tolle hier auf der Plattform ist, dass ihr relativ viel Geld für diese Klicks bekommen könnt, zum Beispiel 8,50 Euro für 1000 Klicks sind auf Linkvertise definitiv realistisch. Auf anderen Plattformen kriegt man deutlich weniger, zum Beispiel auf dieser Plattform hier 1,65 Euro für 1000 Klicks, auf dieser Plattform 65 Cent für 1000 Klicks. Und ich muss euch ehrlich zugeben, das lohnt sich einfach nicht, wenn man so wenig Geld für 1000 Klicks bekommt. Aber wenn man zum Beispiel 8,50 Euro für 1000 Klicks bekommt, das ist ein richtig, richtig guter Wert. Und dementsprechend könnt ihr euch hier, wie gesagt, ein schönes passives Einkommen aufbauen. Über die Plattform könnt ihr sogar in einigen Fällen eine extrem hohe Vergütung bekommen von bis zu 70 Dollar für 1000 Ansichten, was natürlich wahnsinnig gut ist. Und das gibt es eigentlich praktisch auf keiner anderen Plattform, die mir persönlich so bekannt ist. Es gibt viele, viele Funktionen, die ihr nutzen könnt und vor allen Dingen, ihr könnt auch über Google und Bing und andere Suchmaschinen Reichweite aufbauen, indem ihr die Strategie verwendet, die ich euch gleich zeige, zu der Erstellung von Links. Das Tolle ist, es ist halt wie gesagt auch eine sehr einfache Verwaltung, das heißt, ihr könnt jederzeit einfach hier reingehen, könnt einen Link erstellen, könnt ihr mit anderen Leuten teilen und zack, könnt ihr Geld verdienen. Ihr könnt tägliche Auszahlungen beantragen, Mindestbetrag sind gerade mal 10 Dollar. Und ihr könnt euch das auf unterschiedlichsten Wegen ausbezahlen lassen. Und das Schöne ist, ihr könnt, wie gesagt, mit Linkvertise euch ein Nebenbei-Einkommen aufbauen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt extrem viel dafür arbeiten. Ihr müsst halt einfach nur die Links erstellen und müsst sie mit eurer Community teilen. So, wie genau funktioniert das Ganze? Aber zuallererst müsst ihr euch natürlich einen Account auf der Plattform erstellen. Dazu habe ich euch einen Link in die Videobeschreibung reingetan. Und sobald ihr es getan habt, sieht das Ganze bei euch so aus. Zum Beispiel in meinem Fall habe ich jetzt gerade hier ein Guthaben von 7,57 Dollar. Den Rest habe ich mir schon ausbezahlen lassen. Und man sieht halt hier sehr schön, welche Links ich generiert habe und natürlich kann man hier auch die Einnahmen über die letzten 7 Tage sehen. Ich habe jetzt hier über die letzten 7 Tage nicht wirklich viel gemacht. Aber gut, in eurem Falle müsst ihr Folgendes tun, nämlich ihr müsst hier oben auf Link erstellen draufklicken. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr weitergeleitet zu diesem Fenster hier. Wenn ihr Links erstellt, können diese auch im Profil angezeigt werden. Euer Profil könnt ihr einfach aufrufen, indem ihr auf linkvertise.com geht, /profile/ und dann die Identifikationsnummer. Diese Identifikationsnummer findet ihr an mehreren Orten, aber zum Beispiel könnt ihr auch hier jede Zeit auf Affiliate-Programm gehen und könnt dann einfach diese Zahl hier nehmen und die hier oben eintragen. Zum Beispiel in meinem Falle linkvertise.com/profile/211299. Das wäre jetzt in diesem Fall halt mein Profil. Leute können mir hier direkt über mein Profil folgen und können auch auf diese Links hier draufklicken und wenn sie halt auf die Links draufklicken, kriege ich dafür Geld. So, wie genau erstellt man aber nun die Links? Wir klicken hier oben auf Link erstellen drauf, anschließend dann können wir jetzt hier eine Ziel-URL festlegen. In meinem Falle könnte ich zum Beispiel Folgendes sagen, naja gut, ich möchte vielleicht, dass die Leute auf meinen YouTube-Kanal draufgehen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal den Link von meinem YouTube-Kanal hier oben nehmen, würde wieder zurückgehen auf Linkvertise und könnte jetzt hier meine Ziel-URL reinkopieren, nämlich youtube.com/c/leonschotari/videos. Anschließend dann müsste ich jetzt hier unten auf den Weiter-Button draufklicken und sobald ich das getan habe, werde ich hierhin weitergeleitet. Und hier steht nun Folgendes, nämlich beschreibe deinen Link präzise in wenigen Worten. Darüber haben wir nochmal Folgendes, nämlich hier steht Linkbeschreibung hinzufügen. In diesem Schritt kannst du eine Linkbeschreibung festlegen, um zusätzliche Besucher durch die Linkvertise und Google-Suchmaschine zu erhalten. Beschreibe deinen verlinkten Inhalt so genau wie möglich und verwende dabei passende Schlüsselwörter. So kannst du Nutzer dabei helfen, deinen Inhalt leichter zu finden. Das heißt, wenn zum Beispiel Leute über Google danach schauen und ich würde jetzt hier die richtigen Keywords eingeben, dann kann natürlich die Person erstmal das überhaupt über Link erst, über Google oder Bing erst finden, das heißt meinen Linkvertise-Link und können dort draufklicken und wenn sie halt auf den Link draufklicken, kriege ich dafür Geld. In meinem Fall würde ich jetzt hier vielleicht schreiben, so etwas wie YouTuber zum Thema Geld verdienen
oder machen es vielleicht ein bisschen kürzer. Geld verdienen Videos. Geld verdienen Videos. Das ist halt der kurze Linktitel. Dann würde ich jetzt hier drunter, wenn ich erstmal auf OK drücke, zum Linktitel weitergeleitet werden. Hier kann ich jetzt also einen ansprechenden Titel festlegen. Zum Beispiel sowas wie Lerne Geld im Internet zu verdienen und baue dir ein passives Einkommen auf. Genau, das passt. Also lerne Geld im Internet zu verdienen und baue dir ein passives Einkommen auf. Ich habe jetzt hier wieder Schlüsselwörter verwendet, zum Beispiel Geld im Internet verdienen und passives Einkommen. Dann kann ich hier wieder auf OK drücken. Dann komme ich zur Linkbeschreibung und hier steht jetzt Folgendes, nämlich beschreibe deinen Link ausführlich und erkläre, was Besucher auf der Zielseite erwartet. Hier würde ich vielleicht schreiben, ich könnte hier auch übrigens Folgendes tun, nämlich einfach auf meinen YouTube-Kanal gehen, auf Kanalinfo gehen und diese Informationen hier übernehmen. Und ich kopiere das einfach mal hier kurz rein, nämlich Unternehmer, Inhaber von Teaching Hero, Inhaber Shotari Creative, Bestselling Online-Dozent, Schienenenthusiast und dein Online-Business-Experte. Ich zeige dir, wie du Geld im Internet verdienst, passives Einkommen aufbaust, dein Gewerbe startest und deine Einnahmen skalierst. Ich poste täglich neue Videos und möchte dir dabei helfen, Geld zu verdienen. Genau, das kann ich zum Beispiel hier so reinschreiben. Ich denke, das ist zum Beispiel gar nicht schlecht. Würde ich einfach hier wieder auf OK draufklicken. Und jetzt könnte ich hier häufig gestellte Fragen hinzufügen. Zum Beispiel solche Fragen wie, wer ist Leon Shotari? Was sind deine beliebtesten Inhalte? Oder was sind die beliebtesten Inhalte von Leon Shotari? Wo kann ich ähnliche Inhalte wie Geld verdienen Videos finden? In meinem Falle würde ich also jetzt zum Beispiel hier das Ganze einfach hochbewegen, hätte dann praktisch also diese Fragen hinzugefügt, könnte diese Fragen hinzufügen und diese Fragen hinzufügen und jetzt natürlich könnte ich praktisch diese Fragen bearbeiten, zum Beispiel, wer ist Leon Shotari? Das ist einfach so ein FAQ, also so Frequently Asked Questions, Leute, die vielleicht auf den Link draufklicken, haben diese Fragen zu mir, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich und das könnte ich halt hier jetzt hinzufügen, zum Beispiel hier steht, als Antwort, Leon Shotari ist seit dem 7.12.2021 ein aktiver Content Creator und stellt seitdem der Linkvertise Community unterschiedlichste Inhalte bereit. Insgesamt wurden diese Links schon über 0 Mal gesehen und über 100% positiv bewertet. Das können wir natürlich vielleicht den zweiten Teil hier rauslassen, wenn wir das wollen. Aber in meinem Falle lasse ich das jetzt einfach mal so als Beispiel. Dann könnte ich halt hier nochmal draufklicken. Hier steht, was sind die beliebtesten Inhalte von Leon Shotari? Leon verwaltet insgesamt 3 aktive Links. Die beliebtesten Inhalte sind, das könnte ich auch wieder akzeptieren hier. Und dann, wo kann ich ähnliche Inhalte wie Geld verdienen Videos finden? Und dann hier, Linkvertise ist die größte Suchmaschine, etc., etc., etc. Das heißt, das könnte ich auch hier so lassen, wenn ich das möchte. Und dann bin ich eigentlich auch schon beim nächsten Schritt, nämlich Bilder und Video. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel ein Bild verlinken, beziehungsweise hier steht ein Bild verlinkter Inhalt. Das kann ich hier einfach hochladen und zum Beispiel auch YouTube-Video-URL. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel ein YouTube-Video hinzufügen. Ich könnte hier ein Bild hinzufügen. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel ein Thumbnail hinzufügen. Ich könnte hier irgendein Foto hinzufügen. Und das wird dann halt auch auf der Seite praktisch dann später angezeigt werden von Linkvertise. Auf der Seite vom Profil würde es dann übrigens wie folgt aussehen, nämlich man hätte dann hier praktisch dieses Thumbnail und dann, wenn die Leute auf den Link draufklicken, dann sehen sie natürlich auch schon so ein bisschen als geteaserten Content das YouTube-Video und wenn wir jetzt damit fertig sind, dann können wir einfach hier auf Weiter draufklicken, anschließend dann steht jetzt hier Werbeabschnitte auswählen und Verdienst festlegen und hier können wir jetzt also unterschiedlichste Optionen verwenden, zum Beispiel in meinem Falle, was möchte ich für Werbeoptionen aktivieren, nämlich zum Beispiel Bannerwerbung, das ist immer sowieso drin, das kann man gar nicht ausschalten, dann Browser-Erweiterung, ähnliche Werbelinks, gesponserte Artikel, Download-Manager, App-Download. Ihr könnt euch auch immer hier darüber nochmal kurz informieren, was das nun für Werbung ist, weil vielleicht, um das Ganze mal kurz zu erklären, wenn Leute auf den Link draufklicken, dann wird natürlich kurz Werbung gezeigt und anschließend dann können sie weitergehen zum jeweiligen Content. In meinem Falle wäre das hier der YouTube-Kanal, zu dem sie weitergeleitet werden würden. Und wir können es also jetzt entscheiden, welche Arten von Werbung wir auf dieser Zwischenseite anzeigen lassen wollen. Und natürlich, wenn ihr hier viel anklickt, kriegt ihr auch einfach deutlich höhere Einnahmen. Dementsprechend in meinem Falle würde ich jetzt alles hier anklicken, anschließend dann würde ich auf Weiter klicken und dann bin ich auch schon beim nächsten Schritt und jetzt kann ich diesen Link mit meiner Community teilen und hier haben wir jetzt auch die Profileinstellung. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Kopieren draufklicken, kann jetzt das Profil mit anderen Leuten teilen und wenn dann Leute auf dieses Profil draufgehen, dann sehen sie jetzt praktisch diesen Link, nämlich lerne Geld im Internet zu verdienen und baue dir ein passives Einkommen auf.
Und natürlich auch, wenn die Leute oder wenn ich sie nur weiterleiten möchte auf diesen spezifischen Link hier, dann kann ich halt diesen Link mit den Leuten teilen und wenn sie dort draufklicken, kriege halt ich Geld dafür. In meinem Falle, ich teile immer ganz gerne beides, das heißt einmal mein persönliches Profil und natürlich auch diesen Link und dasselbe würde ich euch auch empfehlen. Und dann könnt ihr also wie gesagt diesen Link nehmen, könnt ihr mit anderen Leuten teilen und schon geht es los. Das heißt, schon können Leute draufklicken und ihr verdient dadurch Geld. In meinem Falle würde ich jetzt hier auf dann draufklicken und dann werde ich wieder zur Hauptseite weitergeleitet und hier kann ich natürlich dann meine Einnahmen sehen über letzten Tage, Wochen und natürlich auch Monate. Genau, das Geld könnt ihr euch wie gesagt jederzeit ausbezahlen lassen, ab 10 Dollar und so könnt ihr über die Plattform euch ein schönes weiteres Einkommen aufbauen. Ich bin großer, großer Fan von Linkvertise, finde ich ist eine tolle Plattform, ist eine der profitabelsten Plattformen in diesem Bereich, die ich kenne, ein super Team dahinter, sehr, sehr vertrauenswürdig. Da muss ich euch ehrlich zugeben, die kann ich euch wirklich empfehlen. Deswegen ein Link zu Linkvertise befindet sich in der Videobeschreibung drin. Gut, das war's noch heute hier für dieses Video. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.